ist ein Systemsprenger. Rico B., 17 Jahre alt. Sorry, ich bin ein bisschen high. Kein Wunder, denn dies ist nicht der erste Joint, den Rico B. sich an diesem Tag dreht. Er ist in den letzten Wochen völlig abgestürzt. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht säuft oder sich mit irgendwelchen Drogen zudröhnt. Oh Mann. Was konsumierst du? Weed, Speed, Ecstasy. Wie geht's dir? Scheiße. Die Schule hat der junge Berliner geschmissen. Arbeiten geht er auch nicht. Stattdessen treibt er sich den ganzen Tag herum. Schläft mal hier, mal da. Und wie soll es weitergehen? Ich weiß nicht. Ehrlich, keine Ahnung. Vor gut einem Jahr sah Ricos Leben noch ganz anders aus. Er wohnt in einer eigenen kleinen Wohnung, hat eine feste Tagesstruktur und wird von Sozialarbeitern betreut, die ihn unterstützen. Drogen konsumiert er kaum. Rico ist damals einer von über 250 Jugendlichen, um die sich der Berliner Verein Freestyle kümmert. Eine Organisation, die spezialisiert ist auf junge Menschen, die durch alle sozialen Netze gefallen sind. Sogenannte Systemsprenger. Die meisten von ihnen sind von zu Hause abgehauen, aus Heimen geflohen und auf der Straße gelandet. Sie haben Jahre voller Elend, Gewalt, Kriminalität und Drogen hinter sich. Sie sind junge Menschen, die in ihrem Leben gescheitert sind. Gescheitert an Jugendhilfemaßnahmen, an familiären Situationen. Und wir wollen für sie da sein, wollen ihnen zuhören, wollen ihnen Vertrauen schenken und ihnen echte Chancen geben. Im Herbst 2019 kommt Rico zu Freestyle. Wie alle Jugendlichen hier bekommt er als erstes ohne Vorbedingungen ein Zuhause. Die gut 150 Freestyle-Wohnungen sind über die ganze Stadt verteilt. Rico lebt mit 20 anderen Systemsprengern in dieser umgebauten ehemaligen Fabrik im Nordwesten Berlins. Das ist eigentlich dann dein erstes richtiges Zuhause? Ungefähr kann man so sagen, ja. Wo ich wirklich angekommen bin, wo ich mich wohlfühle, wo alles schön ist. Denn schön war in Ricos bisherigem Leben gar nichts. Bereits als kleines Kind wird er vernachlässigt. Seine Mutter ist alkoholsüchtig und drogenabhängig. Sie treibt sich tagelang herum, lässt ihren Sohn unbeaufsichtigt allein zu Hause. Sie hat mich sitzen lassen. Für irgendwelche Drogen. Ich habe keine Ahnung, was sie damals genommen hat, bin ich ehrlich. Und dann, als ich Hunger hatte, muss ich gucken, was ich essen konnte. Ich habe manchmal auch Tage nichts gegessen. Also ich war auch richtig runtergemagert. Man hat richtig meine Rippen gesehen, alles. Das ist, ja. Noch schlimmer wird es für Rico, als er 8 ist. Der neue Lebensgefährte seiner Mutter ist gewalttätig. Er hat meine Mutter geschlagen vor meinen Augen. Er hat sie blutig geschlagen vor meinen Augen. Diese Bilder werde ich nie vergessen, wie sie blutig auf dem Boden lag. Ich hatte auch Angst, dass ich der Nächste bin. März 2020. Zweimal pro Woche geht Rico wieder zur Schule. Dass er das freiwillig macht, ist das erste kleine Wunder, das seine Betreuer bewirkt haben. Denn seine reguläre Schulzeit war eine einzige Qual. Rico wurde von seinen Mitschülern massiv gemobbt. Nach der 8. Klasse schmiss er hin. Ich wurde runtergemacht, ich wurde geschlagen, ich wurde fertig gemacht, all dies, das. Was hat man dir vorgeworfen? So generell alles. So. Ich war ein bisschen anders als andere. So. Ich war aufgedreht, ich war hippelig. So. Irgendwann bin ich dann einfach nicht mehr hingegangen und hab drauf geschissen. Vor der Schule wartet bereits Benjamin Zwick, der Chef von Freestyle und einer von Ricos Betreuern. Na? Ja, Dicker, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Wie jedes Mal vor dem Unterricht bekommt Rico von ihm eine Dosis Ritalin. Denn mittlerweile hat man herausgefunden, woher seine Hibbeligkeit rührt. Rico leidet an einer extremen Form von ADHS. Dagegen soll die Tablette helfen. Ich nehme sie, weil ich mich nicht wirklich im Unterricht sonst konzentrieren kann. Ich störe nur, ich rede mit meinem Tischnachbarn. Und wenn ich die Tablette nehme, bin ich halt konzentriert. Und das ist Rico wichtig. Denn er hat die feste Absicht, seinen Hauptschulabschluss nachzuholen. Und sich dann eine Lehrstelle zu suchen. Solche Pläne sind ganz neu für Rico.
Noch vor kurzem trieb er sich mit anderen Schulabbrechern jeden Tag hier am Ufer der Spree herum. Schon mit 12 war er starker Raucher. Mit 14 ließ er sich mit Alkohol volllaufen und begann, Drogen zu nehmen. Zu Hause ließ sich Rico kaum mehr blicken. Er schlief bei Kumpels oder im Park und bekam es immer wieder mit der Polizei zu tun. Ich saß 3-mal in der Polizeiwagen. 3-mal. Wieso? Diebstahl. Und weil ich in einer Fremdenwohnung war. Und wie ging das aus? Meine Mom musste mich um 2 Uhr nachts Ostbahnhof abholen. Aus dem Polizeigewahrsam? Aus dem Polizeigewahrsam. Aus Sorge um ihren Enkel schreitet irgendwann Ricos Großmutter ein. Sie informiert das Jugendamt. Dieses besorgt dem damals 16-Jährigen, der völlig abzustürzen droht, den Platz bei Freestyle. Mach's vorsichtig. Vorsichtig ist mein zweiter Vorname. Als wir Rico im Mai 2020 dort treffen, lernt er von seinen Betreuern all die Dinge, die im Alltag wichtig sind. Doch da gibt es etwas, was ihn nicht zur Ruhe kommen lässt. Er weiß nicht, ob er inzwischen Vater geworden ist. Süß. Hannah ist das Baby, das seine Ex-Freundin vor 7 Monaten geboren hat. Weil halt in diesem Zeitraum, wo sie halt schwanger geworden ist, hat sie mich halt betrogen. Und sie streitet das die ganze Zeit ab. Aber ich bin mir sicher, das war in der Zeit, wo sie mich betrogen hat. Und wie gehst du mit dieser Unsicherheit um? Also ich, momentan bin ich sehr am Verzweifeln, bin ich auch offen und ehrlich. Damit Rico endlich Klarheit bekommt, organisiert Benjamin Zwick einen Vaterschaftstest für ihn. In der Apotheke um die Ecke gibt der 16-Jährige eine Speichelprobe ab. Also wenn ich tatsächlich der Vater bin, dann werde ich mein ganzes Leben umkrempeln. Ich werde aufhören zu kiffen, ich werde mit allem aufhören. Einfach weil ich will das meinem Kind bieten können, was meine Mutter mir zum Beispiel nicht wirklich bieten konnte. Liebe, füreinander da sein. 10 Tage später ist das Testergebnis da. Benjamin Zwick ist dabei, als Rico den Brief öffnet, um ihn aufzufangen, wenn es nötig sein sollte. Was steht da? Da steht, dass Rico mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% Hannas Vater ist. Das freut mich. Super. Wie geht's dir? Erleichtert. Jetzt können wir so in die Zukunft gucken, dass wir auch gucken, wie du Kontakte hast mit deinem, ja, mit deinem Kind, weil du ja hast jetzt auch Rechte, nicht, ja, wahr? Ja, jetzt habe ich, in diesem Blatt habe ich Rechte. Und glaub mir, ich kämpfe für meine Rechte. Mai 2020. Rico will Verantwortung übernehmen und sein Leben in die eigenen Hände. Er hat einen Termin zum Probearbeiten auf dem Wochenmarkt. Den hat Benjamin Zwick für ihn organisiert. Kannst gleich mithelfen. Ricos erste Aufgabe? Beim Aufbau des Marktstandes helfen. Der 16-Jährige ist mit Eifer dabei und stellt sich erstaunlich geschickt an. Er macht es wunderbar fürs erste Mal. Da bin ich fast dämlich angestellt, was ich wirklich sah. Also nicht schlecht. Auch beim Kistenschleppen zeigt Rico Einsatz. Und hält durch, bis am Stand alles zum Verkauf bereit liegt. Ich finde, du hast deine Sache sehr, sehr gut gemacht. Danke. Ich möchte mich hier mit einer Kleinigkeit bedanken. Dankeschön. Dein erstes selbstverdientes Geld. Ja, ist gut. Man fühlt sich gut an. Fühlt sich echt gut an. Doch schon kurz darauf der Absturz. Rico vergisst all seine guten Vorsätze. Er wird rückfällig, knallt sich mit Drogen zu. Seine Betreuer können nicht mehr zu ihm durchdringen. Als gar nichts mehr geht, setzt Freestyle ihn vor die Tür. Rico ist nicht mehr zur Schule gegangen, ist deswegen aus dem Schulprojekt rausgeflogen. Dann kam hinzu, dass er Drogen mit ins Haus gebracht hat und damit gedealt hat. Und das war für uns dann ein absolutes No-Go, wo wir gesagt haben, hier ist die stationäre Hilfe beendet. Auch um seine Tochter Hannah kümmert sich Rico kaum mehr. Innerhalb von 6 Monaten schafft er es nur 3-mal, sie kurz zu sehen.
Was löst das in dir aus, wenn du diese Aufnahmen siehst? Glück, Trauer, bisschen Wut. Wut auf dich selbst? Ja, da ich nicht da bin. Das ist mein eigenes Fleisch und Blut und ich kann nicht da sein. Wieso nicht? Weil ich mein eigenes Leben erstmal in den Griff bekommen muss. Doch im Griff hat Rico sein Leben ganz und gar nicht. Er hängt wieder mit seinen Drogenkumpels ab, legt sich mit allen an, bricht nachts in ein Geschäft ein und stiehlt mehrere Handtaschen. In einem Bus geht er sturzbetrunken auf die Fahrgäste los. Der Busfahrer alarmiert die Polizei. 6 Beamte nehmen ihn fest. Die haben mich auf den Boden gedrückt, also weil ich nicht auf mich klarkam. Ich war todbetrunken und ja. Dann haben die mich hier an diese Wand gedrückt. Und dann kam ein Krankenwagen und hat mich in die Psychiatrie gebracht. Und weil er sich dort wie ein wildes Tier gebärdet, wird er für die Nacht mit Armen und Beinen ans Bett gefesselt. Seine wütenden Befreiungsversuche bringen ihm nichts außer einer Verletzung ein. Ich konnte auch nichts machen. Ich habe geweint, so viel ich wollte. Die haben nichts gemacht. Und ich will das nicht nochmal. Nicht nochmal. Trotz allem lässt Benjamin Zwick Rico nicht ganz fallen. Er trifft sich regelmäßig mit ihm und macht ihm in aller Deutlichkeit klar, dass es so nicht weitergehen kann. Und dein Big Mac. Ja. Du machst nichts. Ich höre von dir ganz lange nichts. Kann doch nicht sein. Hast du denn irgendwie eine Vorstellung von dem, was du machen möchtest? Ein Job. Ein Job. Ein Job und Schule. Das Ding ist, du kannst ja immer erzählen und erzählen und erzählen. Ja. Du kannst dir das schön reden, aber weißt du, da muss halt auch mal was kommen. Doch vorher muss Rico von den Drogen runter. Benjamin Zwick bestellt ihn zu sich und nagelt ihn fest. Meine Bedingung ist, dass du die Entgiftung machst und dann helfe ich dir. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Vorschlag von mir, sondern das ist der Deal. Okay. Ja, es läuft nicht ohne diesen Deal. Bist du damit einverstanden? Ja. Um zu beweisen, dass er es wirklich ernst meint, muss Rico den Antrag auf eine Drogentherapie direkt unterschreiben. Ich bin ein positiver Mensch. Ich glaube, dass er es schafft. So, also was hilft mir hier, Negativität großzureden? Natürlich sehe ich seine Geschichte, aber ich sehe, dass ein junger Mensch, der ist wandelbar, veränderbar, er wird das schaffen. Dass es sich manchmal lohnt, auch bei Jugendlichen dran zu bleiben, die als hoffnungslose Fälle gelten, zeigt das Beispiel von Alexander S. Heute hat der junge Berliner sein Leben im Griff. Er hat eine kleine Wohnung und verdient gut als Gerüstbauer und Handwerker. Und der 23-Jährige hat große Pläne. Ich bin jetzt gerade dabei, eine Firma mit meinen Partnern zu gründen. Das sind auch enge Freunde von mir. Wir haben Aufträge und sowas alles. Also bis jetzt läuft alles. Als Alexander vor 3,5 Jahren zu Freestyle kam, war das anders. Der damals 19-Jährige gilt als aggressiv. Ein krimineller Intensivtäter. Als er sich mit Benjamin Zwick trifft, um den Mietvertrag für seine erste kleine Wohnung zu unterschreiben, kann er kaum überblicken, auf was er sich da einlässt. Kein Alkohol mehr, keine Gewalt, keine Drogen. Ernsthaft überzeugt wirkt er nicht. Unterschreib als Mieter. Packst du das? Ja, bestimmt. Also, ja. Ja, ich pack das. Alexanders bisheriges Leben ähnelt dem der meisten, die bei Freestyle landen. Seine alleinerziehende Mutter ist mit ihm und seinen beiden Geschwistern völlig überfordert, gibt ihn mit 12 Jahren in ein Kinderheim. Für den Jungen eine traumatische Erfahrung. Ich habe mich einsam gefühlt und verlassen, weil ich jetzt 12-Jährige halt noch nicht verstanden habe, wie oder warum ich halt in so ein Heim musste. Alexander begehrt auf, fliegt aus dem Heim raus, kommt ins nächste. Dort prügelt er sich mit Gleichaltrigen, klaut. Mit 14 fängt er an zu trinken. Er schwänzt die Schule und nimmt Drogen. Begeht sogar mehrere Raubüberfälle. Wir waren zu zweit und haben halt nach Handys, Uhren und sowas, also irgendwas Teures Ausschau gehalten und haben dann halt die Leute abgezogen, überfallen. Und wenn die sich gewehrt haben? Dann haben wir uns halt mit denen geprügelt. Alexander wird geschnappt und vor Gericht gestellt. Das Urteil? 6 Monate Gefängnis. 180 Tage Einsamkeit, Langeweile, Frust und Verzweiflung. Ich will da auf gar keinen Fall nie wieder rein und ich würde auch alles dafür tun, halt da nicht mehr reinzukommen.
Im Dezember 2017 darf der 19-Jährige in seine Freestyle-Wohnung in Berlin-Lichtenberg einziehen. Es soll ein Neuanfang für ihn sein. Zwei Betreuer helfen ihm dabei, alles, was er besitzt, nach oben zu bringen. Die Wohnung ist 32 Quadratmeter groß. Alexander darf sie so gestalten, wie er will. Betreuer Sven Knab macht seinem Schützling klar, wie er sich die nächsten Schritte vorstellt. Dass wir uns dann bewerben und dass du dann natürlich im besten Falle auch relativ zeitnah entweder Ausbildung hast oder direkt einen Job. Jetzt wollen wir auch keinen überfordern, aber natürlich schon so, dass wir es direkt zu gucken, Alltagsroutine, wie mache ich es? Nicht erst, dass man jetzt so zwei, drei Monate lang so in diese Hartz-IV-Routine reinkommt, bis mittags pennen irgendwie und dann nichts mehr tun. Dann ist Alexander allein. Und so ganz hat er offenbar noch nicht begriffen, was man bei Freestyle von ihm erwartet. Anstatt sich ans Einrichten zu machen, baut er als erstes seine Playstation auf und fängt an zu zocken. So viele Sachen auspacken, habe ich gerne noch das ganze Wochenende zum Beispiel Zeit. Zum Zocken jetzt auch, aber ich meine ja bloß. Und der Neuanfang? Den hat Alexander erst einmal verschoben. In den ersten Monaten bei Freestyle bringt der 19-Jährige seine Betreuer fast zur Verzweiflung. Er kümmert sich nicht um Arbeit. Er trinkt, provoziert immer wieder Schlägereien und kommt erneut in Untersuchungshaft. Doch Freestyle lässt ihn nicht fallen. Und ganz allmählich bekommt Alexander seine Aggressionen in den Griff. Er findet einen Job auf dem Bau, trinkt kaum noch und besorgt sich eine eigene Wohnung. Ich hatte keine Lust, dass meine Familie mich dann immer im Knast besuchen kommt und sowas. Und da habe ich dann gesagt, jetzt reicht es, ich muss einen anderen Weg finden. Den habe ich gefunden. Stockholm, das sieht auch richtig schön aus, weißt du? Ja. Seit fast zwei Jahren hat sich Alexander nun nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Und von seiner Zukunft hat er ganz konkrete Vorstellungen. Noch in diesem Jahr will er mit seinen Arbeitskollegen nach Schweden, um dort zu arbeiten. Das Problem ist halt nur, dass der Alkohol ein bisschen teuer ist. Ja, aber wir verdienen dort ja auch gut. Ja, wenn wir selbstständig sind, so weißt du, wir machen unsere Arbeit gut, so wie immer. Bauarbeiter braucht man immer und überall. Also denke ich mal, haben wir gute Chancen. Wird das richtig ein Auswandern sein? Wollen Sie da bleiben? Naja, für eine Weile erstmal ja, aber ich würde auch noch gerne vielleicht das Gleiche noch mal in Spanien zum Beispiel machen. Oder keine Ahnung, in Portugal oder sonst wo. Einfach so, dass man halt in der Woche arbeitet und am Wochenende kann man sich dann die Stadt oder sowas ansehen, so dass man auch gut in der Welt rumkommt. Als hochaggressiver Jugendlicher mit Knastvergangenheit ist Alexander S. vor 3,5 Jahren zu Freestyle gekommen. Heute ist er ein selbstbewusster junger Mann, der mitten im Leben steht und seinen Weg geht. Wo wären Sie heute ohne Freestyle? Ich wäre wahrscheinlich wieder im Knast. Also die von Freestyle haben mir auf jeden Fall den Arsch gerettet. Die haben an mich geglaubt und deswegen ist auch jetzt was aus mir geworden. Ja, also die haben alles richtig gemacht. Frühjahr 2021. Auch Rico will nun endlich die Kurve kriegen. Nach 4 Monaten Suche hat Freestyle-Chef Benjamin Zwick für den Drogenabhängigen endlich einen Klinikplatz gefunden, wo er einen Entzug machen kann. Dafür ist es allerhöchste Zeit. In den vergangenen Wochen ist der 17-Jährige aufgrund seiner Sucht immer unberechenbarer und aggressiver geworden. Er hat sich dann mit Freunden oder mit sogenannten Freunden in der Clique geschlagen. Hat auch Leute, die ihm eigentlich etwas bedeuten, bedroht. Also unter anderem seine Freundin, auch mich. Heute will Benjamin Zwick Rico bei seiner neuen Freundin Cheyenne abholen, bei der er seit einiger Zeit wohnt, und ihn in die Klinik bringen. Ich hoffe, dass er da ist, bin mir aber nicht sicher. Es kann sein, dass er in der Nacht doch irgendwie kalte Füße gekriegt hat und stiften gegangen ist. Doch Rico steht bereits pünktlich am Treffpunkt, mit Cheyenne und einer gepackten Tasche. Dem Freestyle-Chef fällt ein Stein vom Herzen. Dass du da stehst mit deiner Freundin. Nach all dem, was wir durchgemacht haben und nach all den Stimmungsschwankungen. Ne? Junge, mein ganz großer Respekt, dass du hier auch kein großes Drama machst und dich darauf einlässt. Also das ist wirklich, finde ich gut. Der Abschied fällt den beiden Verliebten nicht leicht.
dann mache ich halt heute schon ein Video, heute Abend, wie mein Tag war. Und dann nächste Woche sehen wir uns und dann zeige ich dir das alles. Zur Klinik begleiten darf die 14-jährige Rico nicht. Aber sie hat ihm versprochen, ihn dort so oft wie möglich zu besuchen. Und meine Freundin ist eins mit 20 Millionen Sternchen. Das ist schön. Oder? Sie ist mein Traummädchen. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Doch Cheyenne ist auch der Grund dafür, dass Rico vor ein paar Tagen schon wieder eine Schlägerei angezettelt hat. Was ist da passiert? Ich habe ein paar Granaten gebaut. Die haben meine Freundin angemacht. Und dann habe ich den einen eine Bombe gegeben, dann hat der eine mir eine Bombe gegeben, dann habe ich ihnen eine Bombe gegeben. Und dann war er ruhig, dann vorbei. Und zeig mir mal dein Auge. Ja, ich war ein bisschen okay. Ja, ich habe gewonnen. Seine Aggressionen zu zügeln, ist neben dem totalen Verzicht auf Drogen das Wichtigste, was Rico in der Klinik in Berlin-Friedrichshain lernen soll. Mindestens 6 Wochen lang soll er hier stationär behandelt werden. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt hier rein? Also mit einem Bauchchaos. Auf irgendeine Hinsicht bin ich glücklich, auf irgendeine Hinsicht traurig, aber auch sehr, sehr, sehr erleichtert und froh, dass alles jetzt nur noch auf bergauf geht. Oder auch nicht. Denn beim Aufnahmegespräch, bei dem wir nicht mit der Kamera dabei sein dürfen, eskaliert die Situation. Rico hat dann in dem Moment, in dem er realisiert hat, dass er da jetzt nicht mehr so leicht rauskommt und das doch eine längere Zeit ist, die er dort bleiben muss, dann für sich gesagt, ich will nicht. Und hat mich auch noch mal beschimpft und beleidigt. Und dann gab es mehrere Gespräche mit den Ärzten und auch noch mal ein langes Hin und Her, auch zwischen mir und Rico. Und jetzt hat man sich dann zum Schluss geeinigt miteinander, dass er dann jetzt aufgenommen wurde, und zwar dann jetzt auf der geschlossenen Station. Die geschlossene Station, das bedeutet für den 17-Jährigen 24 Stunden Überwachung, keine Fluchtmöglichkeit und erst einmal keinerlei Kontakt zur Außenwelt. Am 13. Tag der Entgiftung darf ihm Benjamin Zwick einen kurzen Besuch abstatten. Er filmt ihn mit seiner Handykamera. Am Anfang war alles ein bisschen schwierig mit Schlafen, war Schlafprobleme, aber ich ziehe das durch. Ich mache jeden Tag einmal Schule, läuft gut. Hast du noch hin und wieder einen Suchtdruck? Nein. Nach 6 Nächte habe ich durchgeschwitzt, aber nach dem 7. Tag ging es dann alles besser. Gibt's was du vermisst? Meine Tochter und meine Freundin. Freundin und Tochter wird Rico noch eine ganze Weile nicht zu sehen bekommen. Aber wenn er weiter gut kooperiert, wird er in 4 Wochen die Klinik wieder verlassen dürfen. Dann soll er in einer therapeutischen Wohngruppe unterkommen, weit weg von seinen Drogenkumpels. Und wie es danach weitergeht, liegt ganz allein an Rico.